Hallo Leute, willkommen beim LS22 auf der Karte Frühling. Wir spielen im Livestream gemütlich auf dieser Karte und plaudern dabei. Hier für YouTube schneide ich euch diesen Livestream in handliche Videos. Wenn ich auf unsichtbare Chatbesuche eingehe, liegt das daran, dass ich beim Spielen mit einem Chat plaudere. Also, jetzt schnappen wir uns mal den Traktor und sausen ein bisschen in der Gegend rum. Es sieht schon alles sehr idyllisch hier aus. Ich glaube, fahrtechnisch würde ich hier die volle Krise kriegen. Aber so ein bisschen rumschnuppern ist ja nicht so stressig. Jetzt gucken wir mal, wo wir zuerst hinfahren. Ich denke mal, ich würde auch, wenn ich auf dem echten Hof arbeiten würde, vor allem auf dem alten Hof, würde ich auch voll die Krise kriegen. Vielleicht fahren wir einfach hier erstmal hier runter. Das scheint so ziemlich direkt zu sein. Und hier kriegt man auch was zu sehen. Und mal gucken. Ja, da gehört uns ein kleines Stück Land. Das gehört zum Hof dazu. Ja. Okay, hier ist ja auch so ein kleines Stück Land. Und die kleinen Stücke Land sind oft die Ställe. Hier ist was Größeres. Da ist ein kleines Stück Land. Ja, hier sind alle möglichen interessanten Gebäude eingezeichnet. Gehen wir mal schnuppern. Oh, und Fitzmi, du warst schon 2009 unterwegs und hattest Zeit, bis hinterzulaufen. Und würdest gerne nochmal gehen, und das ratschen wir maximal im Discord. Ja, macht wohl Sinn. Ich hatte keine Zeit mehr und mir haben dann die Füße auch so wehgetan. Ich konnte danach 3 Monate lang kaum gehen. Und darum war ich froh, als ich in Santiago angekommen war. Ich bin eigentlich gut hingekommen, aber jeder Schritt hat halt wehgetan. Und so, ja, die ganze zweite Hälfte vom Camino. Ah, ein Fahrsilo. Sehr gut. Aber es war toll. Es war wirklich toll. Der Helfer ist fast fertig, sagst du, Björn? Ja, naja, wir fahren jetzt mal ein Stück, lassen den Helfer ein Päuschen machen. Und da Reiti, du schreibst, ist ein super Hof für kleine alte Maschinen und Felder kann man ja noch teilen. Ja, man kann Felder schon teilen, aber die sind doch schon so winzig. Na gut, dies hier ist mittelgroß. Aber die meisten Felder sind doch ganz schön klein. Ja, ich finde die angemessen, die Feldgröße für den Hof. Hier ist übrigens auch unser zweites Feld. Dieses Getreidefeld da. Oh, und Krabbelstein, du bist schon in Finnland gewandert. 80 Kilometer verteilt auf 30 Tage. Oh, und so weit ab, dass der Heli hätte kommen müssen, wenn du Rettungsbedarf gehabt hättest. Das ist dann natürlich schon krass, wenn man so weit ab vom Schuss ist. Hier ist offenbar der Tierhändler. Und wahrscheinlich kann man hier so Silage verkaufen und so. Ich glaube, der war damals auch anders, oder? Waren da nicht lauter Ställe mit Tieren? Was dann nachteilig, also schön aussieht, aber nachteilig ist, weil das die Anzahl der Ställe auf der Karte limitiert. Oh, und Krabbelstein, meistens gab es auch keinen Mobilfunk. Das ist dann schon ziemlich krass, wenn man... Wenn man in der Gegend wandert, alleine, wo es keinen Mobilfunk gibt und so ab vom Schuss,
Da kann man schon mal richtig Pech haben. So. Wir könnten ja einfach mal hier so im großen Kreis fahren, dann verpassen wir zwar dies. Das ist die Getreidemühle. Aber wir kommen hier an diesen Sachen vorbei. Bauer Horst, du meinst entweder Ställe oder Feldscheuen. Das leuchtet ein, diese kleinen Grundstücke. Hier geht's nach Alteiche und Krebach. Und Fitzmi, da müssen wir wirklich mal quatschen. Ja, gute Idee, würde ich auch sagen. Und da Reiti mit dem 1,5 Meter Pflug und so schon kritisch. Ja, dieses Feld hier, da würde ich dir zustimmen. Aber ja, man kann das Pflügen auch ausfallen lassen, dann ist es nicht so schlimm. Und die Industriegebiete sind kleine. Ja, das habe ich auch schon gehört. Und ich finde das eigentlich auch passend, weil auf so einer kleinen Schnuckel-Map ist so ein großes Industriegebiet irgendwie nicht so passend, finde ich. Wie findet ihr überhaupt dieses Konzept, eine alte Karte, also was heißt alt? Relativ alt, vom Anfang des LS, nach 2 Jahren oder so nochmal zu überarbeiten und als neue Karte wieder rauszubringen. Was haltet ihr davon? Okay, was kann man hier verkaufen? Landmarkt, okay. Ich finde, er sieht auch schön aus. Schöner als viele von diesen modernen landwirtschaftlichen Großgebäuden. Und schaut aus wie hinter Ebersberg. Okay. Bolle, guten Abend. Joni, halt, nee, Joni, dich habe ich, glaube ich, schon begrüßt. Aber trotzdem, sei gegrüßt. Und Krabbelstein, du willst wissen, was meine Lieblingsmap ist? Gute Frage. Das weiß ich gerade gar nicht. Weiß ich gerade echt nicht. Ich glaube, meine wirkliche Lieblingsmap, die muss noch gebaut werden. Jetzt hier links. Viele, die mir so vom Flair sehr gut gefallen, sind mir zum Spielen zu eng. Und die, die zum Spielen für mich geeignet sind, die gefallen mir vom Flair nicht so gut. Also so, diese hier finde ich unheimlich so stimmungsvoll, gemütlich, klein, schnuckelig. Aber ich glaube, ich könnte auf der nicht ausgiebig spielen. Da würde ich zu viel Panikattacken kriegen, weil es mir zu eng ist. Ja, und aber so vom Wohlfühlen und Schönfinden finde ich die Karte hier einfach genial. Und ich spiele zum Beispiel sehr gern auf der Backroads County. Und ich finde die auch schön, aber die kannst natürlich mit dieser hier vom schön schnuckelig sein überhaupt nicht aufnehmen. Die ist mehr so eine, ja, nicht quadratisch praktisch gut, weil sie ist ja nicht quadratisch, aber beziehungsweise die Felder und so sind nicht quadratisch. Aber die ist praktisch und hat größere Flächen und das macht es mir spielerisch leichter. Und da so die ideale Kombination aus beidem habe ich noch nicht gefunden. Hier, guck doch mal, wie schön. Der Schafstall. So, mal gucken, was ich noch verpasst habe. Oh, Mario, du warst 2012 in Hawaii. Das ist ja cool. Da wäre ich auch gern mal.
So, und ich sehe schon, eure Meinungen kommen rein auf die Frage, wie ihr das findet, so eine Karte nochmal zu bearbeiten und als neue Karte rauszubringen. Schreibt ihr, finde ich gut, ist eine gute Idee, halte ich für gut, finde ich gut. Ja. Und Jürgen, du schreibst, wenn sie es besser macht und es ist sinnvoll, ist wie bei der Frühling, finde ich es gut. Hallo Manian, grüß dich. Freut mich, dass dir die vier Felden gut gefällt. Und Birgit, du findest es auch eine gute Idee? Ja, ich finde es eigentlich auch eine sehr, sehr gute Idee. Gerade wenn man, ja, wenn man eine Karte fertig macht und denkt dann irgendwie im Lauf der Monate so dran, oh, man könnte eigentlich da noch dies und das und jenes machen. Und vieles wäre dann zu viel Änderung für ein Update. Also auch was ich hier so sehe, ist einfach viel zu viel Änderung für ein Update. Da würden die Spieler, die immer brav updaten, aber ihren Spielstand behalten wollen, die würden verrückt werden. Und ich finde das eigentlich eine geniale Idee, so eine Karte nochmal neu anzufassen und zu sagen, okay, jetzt setze ich um, wofür ich damals nicht die Zeit hatte oder was für Ideen ich in der Zwischenzeit bekommen habe, finde ich eigentlich sehr genial. Und muss man sich auch erst mal trauen, denke ich. Mal gucken, was das hier für ein Gebäude ist. Ist ja auch ein ganz schön großes Gebäude. Oh, ist hier die Kartengrenze oder? Mal gucken. Ja, hier ist die Kartengrenze. Ah, das ist nochmal die große Scheune. Etwas anders genutzt und weil mir das nicht gehört, kann ich hier nicht rein. Aber das finde ich eine coole Idee, die als Schafstall sozusagen zu nutzen. Ich guck mal, ob ich die kaufen kann. Das wäre dann wohl hier. Klar kann ich die kaufen. Das ist ja spottbillig. Es wäre auch eine schöne Karte, um mit Oldtimern zu spielen, denke ich. So, hier kann man dann die Schafe kaufen. Gute Idee. 100 Stück. Ah, das ist doch raffiniert hier. Einfach eine Scheune umgenutzt als Schafstall mit der ganzen Schafinfrastruktur, wo die dann sich hier im Winter aufhalten können oder wenn es ihnen zu kalt ist, da finden sie das Futter vor. Und hier ist dann wahrscheinlich noch für Geräte. Cool. Sehr cool. Da können wir bestimmt hier andersrum gehen. So, und Arugi, du bist noch auf der Suche nach einer passenden Map für dich. Ist halt alles nicht so einfach, das stimmt. Und jeder hat seinen eigenen Geschmack, genau. Man kann eigentlich kaum sagen, empfehl mir mal eine Karte und krieg dann die ideale Karte empfohlen, weil ja jeder seinen eigenen Geschmack hat, was Karten angeht. Und ja, so wie ich das bei mir erklärt habe, ich habe ja irgendwie sogar zwei Geschmäcker, die sich widersprechen. Das, was ich schön finde, also ich finde auch so diese Campaign of France sehr schön, auf eine Weise. Die hat so viel Stimmung, wie auch diese The Valley, The Old Farm hat auch so viel Stimmung. Aber spielerisch finde ich die teilweise ein Albtraum. Und viele Karten, die ich sehr, sehr schön finde, finde ich spielerisch, schwierig.
So. Und Karten, die ich spielerisch irgendwie geeignet finde, sind oft nicht so schön. Mal gucken, was wir hier haben. Das dürfte auch eine Verkaufsstation sein oder so. Okay, das ist hier ja schon ein etwas größeres Areal. Ah, ein Bauplatz. Hey, das ist doch auch cool. Den Bauplatz hier so, ja, als Bauplatz so richtig so abzäunen und so. Wahrscheinlich kann man die Sachen dann verkaufen. Mal gucken, ob man das kaufen kann. Ja, das haben wir sogar noch genug Geld für. Und jetzt gucken wir mal. Ich nehme mal an, der ist hier als Zweithof gedacht, wo man dann hier alles verkaufen kann, ja. Und dann kann man seinen Hof hinbauen. Das finde ich eine coole Lösung. Ich selber baue zwar immer gerne auch noch einen zweiten oder dritten Hof mit hin, bei der vier Felden sogar vier Höfe, aber so ist es natürlich auch eine coole Möglichkeit, einfach einen Bauplatz zu haben, den man nicht so einfach so da rumstehen lässt, sondern mit dem Zaun und den ganzen Bausachen hat es dann so seine eigene Geschichte sozusagen. So, und Nicole, Hallöchen, grüß dich. Und du findest auch, die Frühling hat ihr eigenes Flair und ist für dich aber zu eng zum Spielen. Ja, ich schätze mal, das geht wahrscheinlich vielen Spielern so. Dieses enge, gerade enge Höfe und so, die sehen einfach meistens deutlich hübscher aus als Höfe, wo man so viel Platz zum Rangieren hat. Mal gucken, was das hier ist. Eine Produktionsscheune. Gebäudeproduktionsscheune. Ich glaube, ich brauche noch mehr Geld. Ja, da. Die kaufen wir mal. Das will ich doch mal sehen. Und jetzt gucken wir, was wir hier produzieren können. Ah, allerlei Sachen. Verschiedenes. Öle, Zucker und Stoff. Jo, also so eine Art Multifunktionsproduktion. Ja, baue ich ja auch gerne ein. Gut. So, wo habe ich denn meinen Traktor gelassen? So, und Manian, du hast geschrieben, bisher konntest du noch keine Fehler oder ähnliches finden. Bezieht sich das auf die vier Felden? Das freut mich sehr. Ich kenne einige Fehler und die große Fehlerbearbeitung, die kommt dann aber am Schluss. Aber wenn dir noch kein Fehler großstörend aufgefallen ist, ist das schon viel, viel wert. Und Mario, du findest auch, gute Ideen verbessern schadet nicht. Ja, würde ich auch sagen. So. Ah. Und Birgit, du schreibst, der Stefan spielt die ab heute mit Oldtimern und Stefan hat sie als Geburtstagsüberraschung gemacht. Das ist doch cool. Super. Ich finde, mit Oldtimern, das passt sehr, sehr gut auf dieser Karte. Da ist es dann auch nicht so eng, weil die Oldtimer sind ja kleiner. Darum spiele ich auch auf der französischen Karte mit Oldtimern. Ja, weil so macht es Sinn mit Oldtimern. Mit Großgeräten macht es irgendwie keinen Sinn. Okay, und Mario, du fragst wegen dem Elsass, ob ich die Burg Elz kenne. Nee, die Burg Elz kenne ich nicht. Und du planst deinen Urlaub dort zu machen?
Ist die Burg Elz nicht sogar ganz woanders? Und vielleicht verwechsel ich die auch mit irgendwas. Auf jeden Fall kenne ich die nicht. Wo auch immer sie sein mag. Und da, ah, das ist ein Feld. Ich dachte, das sei noch ein Bauplatz, aber das ist ein Feld. So, jetzt kommen wir hier in den Ort. Ich muss aber auch gestehen, ich kenne eigentlich nicht das ganze Elsass. Und hier, da hatte ich irgendwas von Scheune gesagt oder Getreidemühle und ihr habt geschrieben, nein, das ist nicht der Fall, hier ist der Landmaschinenhändler. Ja, da habe ich mich wohl von dem Fachwerkhaus in die Irre führen lassen. Da ist er. Cool. Ja, das ist eine ideale Karte hier für Oldtimer. Naja, vielleicht, wenn ich nochmal ein Oldtimer-Let's Play mache, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, das hier zu spielen. Aber jetzt spiele ich ja erstmal auf der französischen Karte mit Oldtimern. Und dann kommt auch erstmal wieder was anderes dran. So. So, jetzt mache ich mal Schluss mit dieser Folge. In der nächsten Folge geht es weiter mit diesem Livestream. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.